zum Thema Schlaganfall haben wir am Ende noch mal etwas, was die Schnittstelle zwischen Rettungsdienst, Notarzt und Krankenhaus angeht. Ich darf jetzt Herrn Dr. Daumer bitten, eine Kurzpräsentation zu erhalten. Herr Daumer ist Leiter, wie gesagt, des Sylvia Lawrie Centers für Multiple Sklerose-Forschung in München. Und er hat sich mit dem Thema Aktivität auseinandergesetzt. Sie können sich vorstellen, dass Patienten, die natürlich so ein Krankheitsbild haben, in ihrer Alltagsaktivität deutlich eingeschränkt sind. Die Frage ist immer gerade in Bezug auf medikamentöse Strategien, auf Einschreiten, auf Interventionen in Richtung Krankenhaus, wann man bei diesen Patienten, wenn die Aktivität durch ihre Behinderung schlechter wird, einschreiten muss. Und er hat versucht, mit seinem Actibelt-System, was er testet und jetzt in der klinischen Anwendung hat, genau auf dieses Thema einzugehen. Bitte, Herr Dr. Daumer. Vielen Dank, Herr Grieving, für die nette Einführung. Ich werde mir erlauben, jetzt in zwei Folien die Motivation nochmal darzulegen, warum wir auf das Thema körperliche Aktivität gekommen sind, nachdem wir also über 7 Jahre hinweg eine sehr große Datenbank aufgebaut haben mit 100.000 Patientenjahren von Verläufen von MS-Patienten, wo auch bildgebende Verfahren dabei waren. Und wir haben dort zur Überraschung von verschiedenen Neuroradiologen festgestellt, dass die Bildgebung kein guter, wirklich Surrogatparameter ist für den Krankheitsverlauf, hat wenig bis keinen zusätzlichen prädiktiven Wert, wie es mit der Krankheit weitergeht, sodass also der Outcome Bildgebung nicht gut geeignet ist. Das Ganze wird nächsten Monat erscheinen in Neurology. Das zweite ist, dass selbst klassischere Parameter, um den Grad der Behinderung zu erfassen, die EDSS-Skala oder die sogenannte Time to Sustain Progression, bei der schubförmig remittierenden Form eigentlich auch kein brauchbares Maß ist für wirklich nachhaltige Messung der Behinderung, wenngleich eigentlich dort etwas abgebildet werden soll, was sehr nahe an der Lebensqualität des Patienten ist, nämlich die Gehfähigkeit. Und aus diesen beiden vergleichsweise ernüchternden Ergebnissen für den Stand der Messverfahren im Bereich MS-klinische Forschung ist die Entstehe entstanden, die Problematik an der Wurzel zu packen und ein innovatives Messsystem zu entwickeln, was die Gehfähigkeit und Mobilität von mobilen MS-Patienten objektiv zu erfassen gestattet. Das ist, wie der Herr Grieving schon erwähnt hat, ja diese Actibelt, eine Hightech-Gürtelschnalle, wo also eine Elektronik drinnen ist, wo ein Triaxial-Akzelerometer mit 100 Messwerten pro Sekunde die Beschleunigungen nahe am Körperschwerpunkt aufzeichnet, hat etwa 7 Tage Laufzeit, ohne aufgeladen werden zu müssen. Und Sie können sich vorstellen, dass damit natürlich Möglichkeiten sind, die Aktivität von einer Person zu überwachen, die noch vor 10 Jahren undenkbar waren, wo diese Art von... Laptops und beobachtet. Gut, danke. Wir bitten unsere Besucher und Aussteller in den Messehallen nicht zu rauchen. Gut, vielen Dank. Ich werde nicht rauchen und werde weiter fortfahren mit meinem Vortrag. Die Art von Daten, ich gebe Ihnen hier mal ein Beispiel, wie solche neuen Zielparameter aussehen würden. Hier ist also ein Patient, der einmal steht, einmal sich bewegt, einmal sich hinlegt. Und man sieht deutlich an diesen Daten, wie eben Algorithmen automatisiert diese Art von Informationen extrahieren können. Ein weiteres Beispiel, wo jetzt noch der Puls mit aufgezeichnet ist, als Beispiel, wie wichtig hier die Information ist über die körperliche Aktivität, um auch Puls oder EKGs im Prinzip zu interpretieren. Man sieht also hier beim Treppensteigen oder beim Treppe hinaufrennen, wie der Puls ansteigt. Ohne die Information, dass hier eine starke körperliche Aktivität da war, ist diese Pulsinformation schwer interpretierbar. Hier zwar nur ein N gleich 1 Beispiel, aber sehr illustrativ und interessant. Ein Patient vor und nach Physiotherapie, der also hier schwer schief geneigt gehinkt ist, wie man hier der oberen Kurve sieht, die blaue Kurve sollte also sehr symmetrisch sein, das ist die Rauf-Runter-Achse und man sieht, die rote und die grüne sind stark verschoben. Der Patient ist also hier schief gegangen und nach der Physiotherapie sieht man eben objektivierbar durch solche Messverfahren, hier hat sich was gebessert und man könnte nach ein paar Monaten nachschauen, ob die ganze Sache nachhaltig war. Jetzt, körperliche Aktivität ist eben nicht nur Ziel, also Zielparameter, sondern eben auch Weg, wie hier am Beispiel MS exemplarisch für viele neurologische Erkrankungen gezeigt.
dass also körperliche Aktivität eine Therapiemaßnahme für sich selbst genommen ist, die man entweder alleine oder als Zusatz zu medikamentösen Therapien erfassen kann. Und das Schöne ist, dass man hier eine Plattform hat, wo man diesen dualen Aspekt der körperlichen Aktivität gleichermaßen handeln kann. Einerseits als Outcome, andererseits eben als Therapiemaßnahme. Und da brauche ich Ihnen nichts erzählen, ist MS nur ein Beispiel von vielen, wie viele aufgegriffen haben. Körperliche Aktivität hat ein weites Spektrum an sehr, sehr positiven und nachhaltigen Einflüssen, wenn in der richtigen Dosierung angewendet. Gut, das ist das Konzept, was wir in Bad Neustadt in Kooperation also mit der Rhön-Klinikum und FZI Karlsruhe gemacht haben, über das letzte Jahr jetzt fast, wo MS-Nurses ausgestattet sind mit diesen Aktibels und die Kommunikation mit dem Patienten, sei er zu Hause, sei er in der Klinik, aufzunehmen, um zu sehen, für uns sehr, sehr wichtig ist die Usability gegeben, also kommen die Patienten zurecht damit, sind da Ängste da und das ist unabhängig evaluiert worden, publiziert worden und wir waren also sehr erfreut zu sehen, dass also unser Konzept, ein möglichst bequemes Kleidungsstück zu schaffen, was man problemlos in den Alltag integrieren kann, voll aufgegangen ist und wir jetzt diese Art von Daten per interaktiven Webinterface den Patienten, den Nurses, den Ärzten zur Verfügung stellen können. Man sieht also hier über eine Woche, wer sich wann wie viel bewegt hat, über sogenannte Activity Counts. Es gibt so eine Art zentrale Aktivitätstemperatur, die einem hilft, einen Patienten allmählich aus der Inaktivität in die Aktivität, in die entsprechende reinzusteuern. Man kann schätzen, wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit des Patienten, wenn er sich außerhalb der Klinik bewegt, was ein sehr attraktiver Parameter ist, der eng an die tatsächliche Behinderung und die Lebensqualität gekoppelt ist. Und man kann hier ein Konzept aus der Laserphysik borgen, um die Gangqualität zu erfassen, wie kohärent und wie gleichmäßig ist der Patient in der Lage zu gehen, muss er oft stehen bleiben. Und hier höre ich damit auch schon auf, die Ergebnisse jetzt von einem Jahr oder mehr noch Forschungs- und Arbeit. Hier sind also die Gruppen aus Karlsruhe, eine junge Kontrollgruppe, verglichen worden mit den Patienten aus Bad Neustadt. Und wie erhofft, aber hier jetzt bestätigt, sind diese Parameter, die der Aktibelt messen kann, können trennscharf relativ hier jetzt schon mal Kranke von Gesunden unterscheiden. Und man wird in der Zukunft sehen, wie gut können die verschiedenen Behinderungsskalen aufgezeichnet werden und kann man vielleicht, das wäre die Endhoffnung, Frühwarnzeichen erkennen für eine spätere Verschlechterung der Behinderung. Gut, das sind die Sachen, der Ausblick. Klinische Studien ist ein Thema, wo das jetzt schon zum Einsatz kommt. Pharmafirmen verwenden das Ganze als Service in Studien, ähnlich zum Holter-EKG. Es ist als Exercise-Therapie denkbar. Man kann diese MS-Nurses damit ausstatten und weitere Entwicklungen erlauben, also dieses Gebiet Ambient Assisted Living anzugehen. Gut.